Freunde, es ist Zeit für was Neues. Es ist Zeit für Coco. Zeit für Coco. Wir haben uns ein neues Format überlegt, das es ab jetzt, zumindest mal für die nächsten Wochen im Test, freitags immer geben wird. Und das wird jetzt komplett Coco übernehmen. Und was es genau damit auf sich hat, das übergebe ich jetzt einfach mal an dich und mache mich vom Acker. Du hast gar nicht gesagt, wie es heißt. Wie heißt es? Freedom Friday mit Coco. Genau so ist der Plan. Viel Spaß. Danke. Viel Spaß. Hi. Rob hat mich jetzt alleine gelassen. Ich bin echt aufgeregt. Obwohl ich auch einen eigenen YouTube-Kanal habe, den ich jetzt vielleicht ein bisschen stilllege. Mal schauen, ich weiß noch nicht genau. Ist es irgendwie was anderes, dass ich jetzt hier alleine sitze vor der Kamera für Robs Kanal? Ja, was ihr heute von dem Video erwarten dürft, ist eine Frage, die mir persönlich mega krass geholfen hat, um meinem Sinn des Lebens näher zu kommen. Und bleibt gespannt. Warum ich überhaupt Videos machen möchte, ist, also ich habe schon in der Schulzeit gemerkt, ich habe irgendwie was zu sagen. Ich habe viele Gedanken, die immer wieder in mir vorgehen und die extrem von dem abweichen, was so die Norm der Menschen denkt und wie die Menschen denken. Und ich habe mich immer gefragt, warum denken diese Leute so? Das macht sie so unglücklich. Und ich habe jetzt nicht immer eine Heiti-Teiti-Welt gehabt, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, auch deswegen habe ich so gedacht, wie ich gedacht habe und denke ich so, wie ich denke, weil ich so viel auch durchgemacht habe, so viel umgezogen bin und was weiß ich nicht. Und ich denke schon immer, ich will irgendwie Leuten erzählen, wie ich denke, weil ich das Gefühl habe, dass mich das glücklicher macht als die meisten Menschen und freier macht als die meisten Menschen und mich größer denken lässt, als die meisten Menschen denken. Und ich habe immer nach Menschen gesucht, mit denen ich das teilen kann, aber ich hatte das Gefühl, so in der Schulzeit und so in meinem Umfeld gibt es keine Leute, die das hören wollen. Und deswegen habe ich auch mit YouTube begonnen, weil ich unbedingt Leute mit coolerem Mindset kennenlernen wollte. Und jetzt ein halbes Jahr später sitze ich hier, okay, jetzt gerade bin ich in Berlin, mit Rob im Team und bin einfach ultra happy, obwohl ich natürlich täglich durch Ups und Downs gehe und whatever. Aber heute möchte ich dir helfen und möchte so die Basis legen, sodass wir in den nächsten Wochen immer mehr Themen aufgreifen können, die dir zu mehr Freiheit verhelfen können. Und dafür finde ich, als allererstes ist es wichtig zu wissen, warum tust du, was du tust? Und das ist echt eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen dürfen, damit wir ständig glücklich sein können. Weil es gibt auch so einen Spruch, ich glaube, der ist von Konfuzius, du musst dich immer verändern, um ständig glücklich zu sein. Und ja, so viele Leute haben Angst davor zu versagen oder den Weg, den sie gerade gehen, zu verändern. Und ich verstehe auch warum. Und ich möchte jetzt auch mit dir teilen, warum das so ist. Und zwar, ich glaube, dass viele Leute, wenn man sie fragen würde, warum machst du den Job, den du machst, warum tust du dies oder das jeden Tag, viele würden vielleicht sowas antworten wie, naja, ich möchte später einen guten Lebensstandard haben. Ich möchte später mein eigenes Haus haben können mit meinem eigenen Auto und ein gutes Leben führen können. Einmal, zweimal im Jahr reisen können oder in den Urlaub fahren können. Und wenn man ja diese Antwort gibt, kann man dann weiterfragen. Und zwar, und das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Warum? Es ist kein Hexenwerk, aber es gibt sehr wenig Leute, die sich diese Frage tatsächlich stellen. Und es geht nicht darum, dann zu sagen, ja, weil, warum, ja, weil ich das Gefühl habe, Haus gibt mir Sicherheit. Wenn man dann da aufhört, dann bringt einem das vielleicht nicht so viel. Aber wenn du immer weiter fragst, jede Antwort, die du dir selbst gibst, am besten schreibst du dir das auf, du schreibst hin, warum tue ich, was ich tue, warum übe ich den Beruf aus, den ich ausübe zum Beispiel. Ich möchte später einen guten Lebensstand haben. Warum? Ich möchte später mich sicher fühlen und nicht mehr den Druck haben, keine Ahnung, die ständigen Geldsorgen haben zum Beispiel. Und viele Leute
würden, wenn sie immer weitergehen, irgendwann, wenn sie wirklich ehrlich mit sich sind, so auf diesen Gedanken kommen, und das ist jetzt nur ein Beispiel, zum Beispiel, ich möchte meinen Papa stolz machen. Ich möchte einmal, dass meine Mutter mir sagt, ich hab dich lieb. Ich möchte, dass meine Eltern sehen, es ist doch was aus mir geworden. Ich möchte es meinen Lehrern beweisen, die immer gesagt haben, der ist zu nichts gut, der wird es nie weit bringen. Solche Sachen. Also das sind so tief verankerte Glaubenssätze in uns, die einfach unser komplettes Leben prägen. Und ich glaube, wenn wir uns immer tiefer diese Frage stellen, werden wir auf einen dieser Gedanken kommen. Und dann sehen wir eigentlich, okay, dieser Gedanke ist gerade sozusagen der Sinn unseres Lebens. Er ist der Ursprung unseres täglichen Handelns. Und dann können wir uns fragen, ist das wirklich der Sinn, den ich meinem Leben geben will? Soll mein Leben sich darum drehen, dass mein Papa mir einmal sagt, dass er stolz auf mich ist? Bringt mir das was? Was bringt es mir? Und wenn wir uns das fragen, dann haben wir erstmal eine Basis geschaffen und können, ja, wir können dann erstmal herausfinden, was für einen Sinn wir unserem Leben tatsächlich geben wollen. Ich glaube, viele Leute beschäftigen sich gar nicht so wirklich mit dieser Frage, was hat mein Leben für einen Sinn? Ich persönlich habe für mich herausgefunden, ich möchte jeden Tag meine Seele ausdrücken. Ich möchte jeden Tag meine Erfüllung spüren. Ich möchte jeden Tag das Geschenk, was ich für die Welt zu bieten habe, nach außen tragen, und ich möchte jeden Tag mich selbst mehr kennenlernen und erfahren. Kurz gesagt, ich möchte meine Seele täglich ausdrücken. So habe ich das für mich formuliert. Und wenn man erstmal so einen Kern für sich kreiert hat, wenn man erstmal so eine Klarheit für sich geschaffen hat, ist es viel einfacher, auch seinen Weg zu ändern. Zum Beispiel, ich nehme jetzt ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Leben. Ich habe vorher Schauspiel studiert. Und als ich damit angefangen habe, hat es mich unfassbar erfüllt. Ich bin in den ersten anderthalb Jahren gewachsen. Das war so eine steile Lernkurve für mich. Es war wie eine Persönlichkeitsbildung, die ich dort mitgemacht habe. Und ich bin unfassbar dankbar dafür. An irgendeinem Punkt allerdings saß ich zu Hause und habe mich gefragt, warum soll ich diese Szene bearbeiten und habe keine Lust drauf? Vorher war ich so motiviert und so driven. Ich wollte unbedingt die Beste sein. Ich wollte alles geben. Ich wollte alles aus mir herausholen im Schauspiel. Und an irgendeinem Punkt habe ich aufgehört, das sein zu wollen. Und dann habe ich mich gefragt, warum und womit ich mich tatsächlich beschäftige, freiwillig, wenn ich nach Hause komme. Und das war Persönlichkeitsentwicklung. Das war Bücher lesen, YouTube-Videos drehen, YouTube-Videos konsumieren. Das war diese Welt für mich. Dieses Coaching-Thema, dieses mit anderen Menschen reden, denen versuchen, irgendwie zu helfen, näher zu ihrem Kern zu kommen. Und ja, dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, gut, wenn ich jetzt wieder im Hinterkopf habe, ich möchte jeden Tag meine Seele ausdrücken, ist es für mich die logische Konsequenz, wenn ich im Schauspiel nicht mehr meine Seele ausdrücke, dass ich meinen Weg ändere und damit natürlich nicht das Ziel, sondern nur meinen Weg, und den anpasse, sodass ich wieder auf mein Ziel zusteuere. Und ich möchte es eigentlich nicht mal Ziel nennen, weil Ziel wieder sowas ist. Also für mich ist das eher ein Zustand. Immer meine Seele auszudrücken, das zu sein, was ich gerade bin. Das zuzulassen, was hochkommt, das zuzulassen, was ist. Wenn ich sage, ich bin erfolgreich, wenn ich jeden Tag meine Seele ausdrücke und dann spiele ich Schauspiel und merke, ich fühle mich nicht mehr erfüllt, wenn ich es tue, ist es doch klar, da mein Sinn des Lebens, meine Definition von Erfolg ist, dass ich meine Seele ausdrücken will, dass ich meinen Weg ändere und jetzt hier im Team bin und jeden Tag meine Seele ausdrücke. Wenn wir allerdings im Hinterkopf haben oder ganz, ganz tief im Unterbewusstsein haben, ich möchte meinen Papa glücklich machen, ich möchte ihn stolz machen oder was auch immer vielleicht dein Glaubenssatz ist, dann ist es doch total logisch, dass wir Angst haben, zu versagen, dass es als uns für uns ein Versagen ist, unseren Weg zu ändern, wenn wir als Glaubenssatz zum Beispiel in uns tragen, jetzt ein Studium abbrechen, bedeutet Versagen. Und da wir auf keinen Fall versagen wollen, weil wir unseren Papa stolz machen wollen, ist es doch klar, dass wir uns super, super schwer tun mit der Entscheidung, unser Studium abzubrechen. Wenn wir allerdings den Ursprung, den Sinn, das Ziel ändern, dann ist es
vielleicht sogar die logische Konsequenz, das Studium abzubrechen, wenn es uns unglücklich macht. Dementsprechend, das ist meine Anregung heute an dich, einfach mal zu checken, warum tue ich, was ich tue? Warum denke ich, was ich denke? Warum fühle ich, wie ich fühle? Was ist der Ursprung meines Handelns, der ganz, ganz tiefe Ursprung? Und wenn du den herausgefunden hast, darfst du einfach mal die Frage in die Welt schicken, was ist der Sinn meines Lebens? Welchen Sinn möchte ich meinem Leben geben? Und das ist nicht so eine Frage, die du stellst und beantwortest. Das ist eher ein Prozess. Das hat für mich Jahre gedauert. Und es darf auch dauern. Man darf diesen Prozess lieben. Du darfst spielen, ja? Wer sagt, dass das Leben ernst ist? Wer sagt das? Das Leben ernst ist es nur, das Leben ist nur ernst, wenn wir sagen, ich möchte meinen Papa stolz machen. Mein Papa findet Spielen albern und mein Papa findet, dass ich jetzt ein erwachsener Mensch sein sollte, der sein Leben selbst in die Hand nimmt. Und wenn das so ist, dann ist es total klar, dass ich versage, wenn ich spiele, wenn ich das Leben nicht ernst nehme, wenn ich meinen Weg ändere. Dementsprechend, du darfst wieder spielen, mach das Leben zu deinem Spielplatz, erfülle dich, drücke dich aus jeden Tag und stell dir mal die Frage, was ist der Sinn deines Lebens? Warum tust du, was du tust? Mich würde mega interessieren, wenn du dich selbst schon mit der Frage auseinandergesetzt hast, welchen Sinn du deinem Leben gibst, beziehungsweise wenn du es sogar mit mir teilen würdest, würde mich auch riesig interessieren, was bisher vielleicht oder in deiner Vergangenheit der tiefe Ursprung deines Handelns war. Bei mir war es sicherlich sowas wie, ich möchte meinen Papa stolz machen, ich möchte gut genug sein. Ja, und dementsprechend, ich freue mich, wenn du mir auch vielleicht ein Feedback gibst, wie du das Format findest. Wenn du Fragen hast, unten rein auf jeden Fall. Ich habe auch eine mega fette Liste von Videoideen, die ich am liebsten mit dir teilen möchte. Dementsprechend, ich bin excited und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss.